Manfred Hohmeier aus Veitshöchheim nutzt Carsharing und das schon seit 1,5 Jahren. Bisher ist er damit gut gefahren. Er möchte vor allem ein Auto als Zweitwagen nur nutzen, anstatt zu besitzen. Also Carsharing eignet sich ja immer für die, die eigentlich recht wenig fahren und von daher eigentlich kein Auto brauchen. Ich hatte zum Beispiel einen Zweitwagen, den habe ich abgeschafft, weil wir da nur sehr wenig mitgefahren sind. Und jetzt ist es so, dass wir eben dann, wenn wir zwei Autos brauchen, auch immer auf Carsharing zurückgreifen. Carsharing-Angebote gibt es einige in Mainfranken. Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH arbeitet mit dem deutschlandweiten Anbieter Scouter zusammen. Mit einer speziellen App findet sich auf dem Smartphone das nächste freie Auto. Nachdem man den Buchungszeitraum eingegeben hat, kann es losgehen. Diesen Service gibt es seit Ende April nun auch in der Domstadt. Aktuell sind hier 20 Autos verfügbar. An verschiedenen gekennzeichneten Stationen stehen sie zum Fahren bereit. Jeder kennt es, man fährt gern Bus und Straßenbahn, aber manchmal braucht man einfach ein Auto. Wenn man irgendwie ein großes Möbelstück transportieren will, wenn man vielleicht das Familienfahrzeug weg ist. Und wir haben jetzt einfach gesagt, das soll mehr Möglichkeit geben zu kombinieren. Mobilität ist mehr als Bus und Straßenbahn, also wir können auch Carsharing nutzen und wir wollen das auch weiter ausbauen. Neben der Umwelt- und der innerstädtischen Parkplatzsituation soll auch der Geldbeutel entlastet werden. Die Fahrtkosten setzen sich aus Fahrtdauer und Kilometeranzahl zusammen. Der Preis für eine Stunde beginnt bei 99 Cent. Pro Kilometer werden 29 Cent berechnet. Man muss sich einfach auf der Internetseite registrieren und bekommt dann die Karte, quasi den Schlüssel, um alle Fahrzeuge zu öffnen, mit der Post nach Hause geschickt. Dann muss man noch zu einem der Freischaltpartner gehen, unter anderem das WVV-Kundenzentrum in der Domstraße. Und ab dem Zeitpunkt kann man 365 Tage, so oft und so viel man möchte, die Fahrzeuge einfach mieten und losfahren nach Herzenslust. Aus der Straßenbahn direkt ins reservierte Auto. Auch Gabi Böpple interessiert sich für diese Art der Mobilität und möchte das neue Carsharing-Angebot in Würzburg nutzen. Und mit ihrer Jahreskarte für die Straßenbahn entfällt auch die Registrierungsgebühr. Sie zahlt nur den Stunden- und Kilometerpreis. Bei uns im Haushalt ist es so, hat nur mein Mann einen Geschäftswagen. Und wenn der öfters mal 2-3 Wochen am Stück nicht da ist und ich dann doch irgendwas erledigen will, dann ist es für mich einfach optimal, kurzfristig ein Auto zu holen. Es ist für mich günstiger, als wenn ich mir ein ganzes Jahr ein Auto anmelden würde, wenn ich es nur ab und zu mal eins brauche. Und da bin ich einfach flexibler und kostengünstiger als mit dem eigenen Fahrzeug. Mit der Karte entsperren, den Schlüssel aus dem Handschuhfach holen und starten. Umweltfreundlich und flexibel kann die Fahrt beginnen.